Hey, liebe Leute, da sind wir wieder. Beim Kairan. Und wir gucken uns das nicht weiter an. Überspring's einfach. Na, hallo. Und weg da. So, sehr schön. Zeichen setzen. Er will uns schlagen. Weg. So, am Arsch mit dir. Fress mein Schwert. Nee, anscheinend nicht. So. Ja, mach ich. Wird gerne weg, aber da liegt sein Arm. Bom. Bom. Und er klatscht gegen den Brückenpfeiler. Au. Okay, Respekt an dich, Kairan. Zeig nicht kommen sehen. Oh. Ernsthaft. Du Sackviech. Voll weg. Okay, wir starten das Ganze nochmal neu. Von dem Kackvieh. Ja, Videosequenz. Guck mal hier, du hast Tentakel. Ich hab Tentakel, wir alle haben Tentakel. Freut uns. Bist du jetzt hier? Guck mal da. Oh, weg sind wir. Und dein Arm ist auch gleich weg. Gucken, ob das auch klappt, wenn wir einfach schwere Schläge machen. Ja, funktioniert genauso. Zack. Sehr schön. Heck, passt doch immer auf, Mäuschen. Mach dir da mal keine Sorgen. So, packen wir hier jetzt ins hin. Packen wir hier jetzt ins hin. Einfach schon mal so als Vorhut. Denn ist er nämlich gleich gefangen. Ist er nicht. Der Drecksvieh. Komm, schlag mich. Oh ja. Hat geklappt. Sehr schön. Bums. Und weg damit. Alter Kairan, du. Ja, alle Dude. Ich bin sowieso noch hier drauf drüben. Gleich, aber noch nicht jetzt. So, jetzt, guck mal. Ups. So, jetzt können wir. Hopp. Ding. Aua. Okay. Komm, zurück. Der liegt gerade noch auf dem Boden. Solange das Zeichen da ist, können wir ihm die Hand abhacken. Und yeah, der dritte Arm ist weg. Zack. Meinst du mich mit Krümel? Oder meinst du den Karan mit Krümel? Wow, das war gerade knapp. Das war verdammt knapp. Tschuk. Okay, soweit so gut. Alter, er hat fett Stacheln an seinen Tentakeln. Das ist unschön. Wir pieksen ihn. Und jetzt kommt die Leertaste. Yay. Und sämtliche Scheiße fällt auf ihn drauf. So, und jetzt guckt mal hier. Die Lösung ist simpel. Ziemlich simpel. Ist nicht so, dass ich gegoogelt hätte oder so, aber vielleicht habe ich gegoogelt. So einfach war das. Yeah! Feiert uns! Mich. Feiert mich, nicht die Alte. Geschafft. Kein schlechter Kampf. Geralt, ist dir auch nichts geschehen? Nee, alle Dude. Mir ist nichts geschehen. Ich habe viel Kraft verbraucht. Wenn ich dir noch hätte helfen müssen. Ich kann mir selbst helfen. Eine Zauberin ist besorgt um mich. Soll ich mich da fürchten? Ja. Alle Hexer mimen den harten Kerl. Ich verstehe mich nicht. Was ist mit dem Kairan? Ich hätte nicht gedacht, dass er so enorm ist. Triss hatte recht. Das ist eine Mutation. Herbeigeführt durch Magie. Dann an die Arbeit. Ich nehme nur die besseren Komponenten mit. Nicht schön, dass so viel verschwendet wird. Schade um die Zeit. Dann also auf Wiedersehen. Vergiss die Belohnung nicht. Keine Bange. Level aufgestiegen. Hol dir den Lohn von der Tötung des Kairans. Kann ich den auch noch looten? Ich würde den auch gerne looten. Oh, ey, kann ich ihn looten? Zack. Und was? Kairan, hol dir den Lohn für die Tötung. Kairan Schattenmenwurz. Abgeschlossen, sehr schön. Unterhalten. Machen wir uns besser an die Arbeit. Okay, mach dich mal besser an die Arbeit.
Gucken wir uns das Vieh mal genauer an. Oh, cool, die zwei wirklich. Ich dachte, dass wir uns das angucken können, dass man hier... Ja, das Ding ist aber auch ein Ding. Also, doch schon relativ mächtig, ne? Gut, dass er nicht mit seinem Schwanz gewedelt hat. Das hätte uns doch schon hart getötet, würde ich sagen. Tup, 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 tup. Achso, nee, ich will mich nicht unterhalten. Tup, tup, tup. Können wir denn hier nochmal hoch? Nee, wa? Kairan, das ist wahrscheinlich der Kairan-Kopf. Was war das gerade? Körper? Irgendwas untersuchen. Körper untersuchen. Welchen Körper? Ich kann einen Körper untersuchen, aber ich weiß nicht. Ach, seinen Körper. Was ist denn mit ihm? Wo kommt er denn her? Stand er auf der Brücke? Wenn ja, dann tut's mir leid. Wollte ich nicht her. Schellkraut nehmen wir jetzt erstmal nicht mit. Wir wollen nämlich Geld. Wir sind geldgeil. Quasi sind wir kleine Mr. Krabs. Mr. Krabs. Oh mein, die hätten ja echt eine Treppe bauen können, wisst ihr? Das wäre so einfach. Aber nö. Naja, so ist das Leben. Wir ziehen unser Schwert, vorsichtshalber. Und nochmal eins höher. Jetzt ist die Frage, wie viele Quests können wir denn jetzt abgeben? Der Fluss der Geheimnisse. Als Gerät sich im Lager des Karans umsah, fand der Schiffwrack? Ja. Ah, stimmt. Der Captain einen Bericht über seine... Stimmt, das haben wir ja auch noch nicht. Stimmt. Aber wo könnte das sein? Das frage ich mich bis heute. Und bekomme keine Antwort. Und mir ist gerade erst aufgefallen, dass sie ja nicht hergerufen sind, dass die Sequenz übersprungen wurde. Schau, manchmal dauert es bei mir ein bisschen länger. Schub, 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 da, dup, du, dip, da, dip, du, da, du. Nein, wir sind schon wieder falsch. Hier geht es nämlich wieder zum Friedhof. Und zu dem wollen wir nicht. Dann packen wir das Schwert weg, war ja doch friedlicher als gedacht. Cedric hat wahrscheinlich nichts für uns. Cedric, tut mir leid, ich werde dich nie wieder Cedric nennen. Wir speichern mal eben, da das Spiel so schnell wieder abstürzen kann. Und boop. Einmal auf die Tür. Dann würde ich nämlich zuerst zum komischen Händler gehen. Aber dann ist der Händler der Einzige, der Goldstücke für uns hat. Hey du, ich bin hier der beste Kerl. Ich bin nämlich immer. Müsste sie dir eigentlich schon aufgefallen sein. Und das Türchen öffnen wir. Ey, wer bist denn du? Ein Gruß von Kommandant Loredo. Abschaum. Echt? LOL. Naja. Hat jetzt nicht so viel gebracht. Drahtschnur. Und er hat nichts. LOL, da wollte er mich umbringen, der Sack. Hat der gut geklappt? Dum, 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 dum. Hexer, benimm dich. Mach ich. Maul nicht rum. Kaufmann, bist du der Kaufmann? Ich habe den Auftrag ausgeführt. Der Kairan ist tot. Gut gemacht. Hier ist dein Lohn. Dankeschön. Stör den Künstler nicht beim Schaffen. Kairan, eine Frage des Preises. Sieh an. Wie steht's denn mit der Gastfreundschaft des Herrn Kommandanten? Leute wie er können uns helfen. Oder in Ketten werfen und Strom abwärts schicken. Er sagte mir, dass auf einer Barke Skoyatel festgehalten werden. Hat er auch gesagt, dass sie dort Kiaran Eb Esnilin, die rechte Hand Jorvets, gefangen halten? Nein. Statten wir ihm einen Besuch ab? Vielleicht weiß er etwas über den Königsmörder. Komm. Ja, Mann! Ich steuere gerade nicht, okay. Geht zum Gefängnisschiff, Folge Triss. Gerne doch! Das wüsste ich auch gerne. Triss, warte auf mich. Warte auf mich, du bist so schnell. Okay, dann warte eben nicht auf mich. Hi, wir würden gerne durch. Was wollt ihr hier? Durch. Mit dem verwundeten Gefangenen sprechen. Und durch. Ich darf keinen reinlassen. Ich erfülle einen Auftrag von Kommandant Loredo. Der hat mir gerade Kill auf mich geschickt. Ich wollte mich mit dir geeinigt haben, aber... Geh mir aus dem Weg.
Aus dem kriegt ihr eh nichts mehr raus. Der krepiert. Werden wir sehen. So, gehen wir jetzt hier runter oder gucken wir uns nochmal um? Wir gucken uns natürlich nochmal, wir gucken uns nicht um. Wow. Hier ist nix. So. Genau. Der Fieberkranke schläft. Wach auf, du Ass. Wirst noch früh genug ewig schlafen. Den haben sie ja zugerichtet. Er hat etwa ein Dutzend Brüche. Ich brauche deine Hilfe. Was soll ich tun? Der Zauber ist sehr schmerzhaft. Wenn er sich sträubt, könnte ich ihn töten. Dann stelle ich ihn mit dem Axi-Zeichen ruhig. Genau. Die Schnepfe ist ja ganz nass. Hey, Schnepfe, wirst du bei meinem Anblick feucht? Mach dich bereit, Schnepfe. Bald steigen wir zu dir runter. Alter, was seid ihr für eine Wichser? Axi wirken. Okay. Oh. Tut mir leid. Hab ich nicht gesehen. Das wird nichts. Da kannst du lange warten, du Hurensohn. Ich bin kein Verräter. Er fantasiert. Fahrt gern. Wo bin ich? Auf der Gefängnisbarke in Flotsam. Auf der Barke der Verdammten. Dann ist es aus mit mir. Na ja, noch nicht. Wir müssen zu Jorvid gelangen. Was haben die dich gefragt? Wir kämpfen gegen Loredo, so wie du. Eigentlich müssten wir gegen Loredo kämpfen, weil es halt ein Wichser. Denn, ja. Wir haben dasselbe Ziel. Wir kämpfen gegen Kommandant Loredo. Ich habe einmal einem Deune vertraut. Einmal zu viel und nie wieder. Ja. Da ist ein Hexer in Jorvids Abteilung. Und wie jeder Deune hat er sich schließlich als Abschaum erwiesen. Was ist geschehen? Er hat uns verraten. Wir haben uns getroffen, wo die Rosen der Erinnerung wachsen. Er hat mir eine Abmachung vorgeschlagen. Ich hätte es wissen müssen. Rosen der Erinnerung? Ja, die letzten. Er dachte, für das Kommando über die Truppe würde ich den eigenen Bruder verraten. Da lag er falsch. Und es kam zum Kampf. So etwas habe ich noch nie gesehen. Kein Mensch kann sich so schnell bewegen. Ein Massaker. Ich war der Erste, der zu Boden ging, deswegen lebe ich noch. Ich wäre verblutet, hätten Loredos Männer mich nicht gefunden. Leto wird Jorvet töten. Und dann zerfällt alles. Viele Opfer, so viel Leid und alles umsonst. Wer ist Leto? Leto hat Folters getötet. Leto ist der Königsmörder? Ja. Okay. Warum wollte der Deune Jorvet töten? Was nützt dem Deune Jorvets Tod? Er hat uns eben benutzt. Und als Jorvet nicht mehr nützlich war, ich weiß nicht, was er eigentlich will. Was will Jorvet? Warum gerade Flotsam? Fick doch deine Faust. ich kann Jorvet warnen. Dann wird niemand Jorvet helfen. Nee, doch. Jetzt bin ich der Einzige, der ihn warnen kann. Sprich. Wir kämpfen um etwas Wesentlicheres, Hexer. Flotsam ist erst der Anfang. Wir sind keine Banditen. Wir kämpfen um die Freiheit. Wenn die Zeit gekommen ist, nimmt Jorvet die Herausforderung an und wir ziehen aus dem Wald in die Schlacht. In welche Schlacht? Das hat er nicht gesagt. In dem Fall erfahre ich es von Jorvet persönlich. Das will ich sehen. Wir haben, was wir wollten. Und jetzt? Jorvet. Und wenn Jorvet es schon weiß? Dann erinnere ich ihn an das alte Sprichwort, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Warne ihn, Gwynblade. Jorvet kämpft, weil er das am besten kann. Er ist ein Enseide, ein echter, freier Enseide. Einer der letzten. Dieser Kampf hat einen Sinn, jetzt mehr denn je. Es gibt noch Hoffnung. Wovon redest du, Kiaran? Was für Hoffnung? Auf Veränderung. Auf ein besseres Morgen. Ich werde es nicht mehr erleben. Sie bringen mich auf diese Barke und dann gehe ich hin, wo die Apfelbäume blühen. Aber ihr müsst Jorvet warnen.
Yennefer sagt, dass Ciri von uns gegangen ist und nun glücklich in einer besseren Welt lebt. Zuvor hat sie uns die Malus-Insel geschenkt. Unsere Insel. Wir verlieren das Zeitgefühl. Die Menschen halten die Geister der wilden Jagd für unbesiegbar. Sie rasen über den Himmel, Schwerter aus Blitzen und leichten Händen. Sie entführen immer wieder Menschen, die dann ihre Reihen verstärken. Sie verbrennen den Obstgarten und die Hütte und zertrampeln unsere Insel. Sie entführen Yennefer. Ich muss sie retten. Zurück in die Wirklichkeit gelangen. Auf den Weg des Hexers. Geralt, ist dir nichts geschehen? Ich war auf der Malus-Insel, in den Nebeln, nach dem Pogrom in Riva. Ciri hat Yennefer und mich dorthin gebracht. Dann haben diese gespenstischen Reiter Yen entführt und ich habe sie verfolgt. Aber... Triss, es ist wichtig. Ich spüre, dass alles zusammenhängt. Als mich die Hexer vor einem halben Jahr halbtot bei Kaer Morhen fanden, hatten mich diese Reiter gejagt. Sie haben mich auch in der Vorstadt verfolgt und in Vysimar, als ich den Großmeister getötet hatte. Nun weiß ich, dass das kein Zufall war. Kiaran sagt, dass hier die Rosen der Erinnerung wachsen. Cedric hat sie auch erwähnt, wenn das stimmt. Momentan sollte ich Jorvet im Walde suchen und keine Blumen. Könnte ich dir dein Gedächtnis zurückgeben? Was? Wirklich? Es sieht ganz so aus. Was auch immer deine Erinnerungen blockiert, es wird schwächer. Mit einem einzigen Blütenblatt einer Rose der Erinnerung könnte ich die Barriere vermutlich sprengen. Diese Blumen sind sehr mächtig. Dann muss Jorvet warten. Soll ich mitkommen? Gerne, klar. Das würde mich freuen. Dann brechen wir auf. Cedric erwähnte ein paar alte Elfenbauten beim Wasserfall im Wald. Lass uns dort anfangen. Bring uns hin. Tja! Guck! Dann... Der Fieberkranke schläft. Ja, macht er auch. Das heißt, wir können jetzt endlich dahin, wo wir hin müssen. Quasi da, wo das komische Wasserbadezimmer war. Wo wir nicht hingekommen sind. Wow, Folge Triss. Und Triss ist so lahmarschig. Die Alte wartet bestimmt auf uns. Triss. Komm. Komm. So schön, feine Triss. Ich bin hinter dir. Also rein ruhig. Er kann Schritt halten. Okay, nicht wenn du so komisch rumläufst. Da weiß ich doch nicht, wo du hin willst, Mensch. Okay, ich darf echt nicht zu schnell rennen, weil die Alte nicht weiß, wo sie hin will. Schub, dieb, dab, dadu. Da, da, du. Viertel der Anderlinge. Weiter geht's. Ich werde nochmal speichern, weil es ist eine Tür. Oh. Sorry, Triss. Quietsch. Oh. Ernsthaft? Was eine Kuh. Mach dir mir die Tür vor der Nase zu. Du willst meine Kumpeline sein? Oh, Triss, das sind Viecher. Sollten wir vielleicht wegklatschen. Triss, da sind noch mehr Viecher. Donnerschlag. Donnerschlag! Weg mit ihr. Und weiter geht's. Okay, dann will sie doch gegen kämpfen. Gut gemacht, Triss. Lass dich gleich zuerst angreifen. Sonst krieg ich keine Erfahrungspunkte dafür. Dum, 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 dum. Die hätten äußerst merkwürdigen Weg, oder? Oh, wäre die jetzt in die Falle reingelatscht? Schade. Das hätte ich gerne gesehen. So, die Falle ist uff und sie latscht einfach hin, so. Standardmäßig, so wie ich das immer mache. Okay, hier haben wir die Wasser. Von welcher Seite kommt die denn? Die kommt dann immer von der anderen Seite.
Na, weiter. Doch nicht. Mir scheint, das ist es. Der Wasserfall, der Menhir. Gehen wir den Weg dort rauf. Komplizierter konnten sich die Elfen das Leben wohl nicht machen. Mitten im wildesten Wald Gärten anlegen. Mecker nicht. Ist nicht mehr weit. Na dann los. Rose der Erinnerung. Cedric hat mir eine schöne Legende über diesen Ort erzählt. Elfenlegenden sind meistens schön, die Wirklichkeit allerdings weniger. Wir werden es bald erfahren. Da hat er wohl recht. Ich will zuerst. Muss hier irgendwo sein. Ich sehe mich mal um. Eldan und Cimoril. Cedric sagt, Cimorils Schönheit habe sogar Francesca Finderbeers übertroffen. Und die soll ja die schönste Frau der Welt sein. Cedric trinkt zu viel. Er hat die Sehergabe. Wenn er nicht ständig saufen würde, könnte er lernen, sie zu beherrschen. Aber er säuft ja gerade, weil er keine Visionen will. Kann ich sogar verstehen. Und hüpf. Okay, dann würde ich sagen, beenden wir die Folge hier und weiter jetzt mit der nächsten. Auf